die Partie der dritten Liga zwischen dem FC Cottbus und den Gästen vom VfB Stuttgart 2. Die beiden Trainer Platz genommen. Der Gast hat wie immer das letzte Wort. Jürgen Kramny, bitte. Ja, ich denke, das haben wir uns ein bisschen beruhigt. Es war, denke ich, ein brutal emotionales Spiel. Vor allem die Endphase war natürlich mit Hektik und allem drum und dran extrem geprägt. Und fangen wir mal an. Erste Halbzeit ist ein bisschen gut reingekommen, denke ich. Wir hatten ein paar ganz gute Umschaltsituationen Richtung Strafraum. Ein, zwei Halbchancen, nichts Großes. Dann haben wir uns, denke ich, durch auch technische Fehler ein bisschen, haben wir ein bisschen Schwung und den Rhythmus genommen. Cottbus ist dann stärker aufgekommen und hat dann auch immer wieder gefährlich nach vorne gespielt, hatten zwei, drei gute Situationen im Strafraum. Dann Standardsituationen, ähnlich wie letztes Jahr schon, letztes Spiel, dann auch wieder das Mörder den reinköpft. Ja, dann waren wir gar nicht mehr drin im Spiel. Cottbus hat das dann ausgenutzt, hat das 2-0 natürlich eine klasse Einzelleistung, die beiden trifft den Winkel, also überragendes Tor, 2-0 zur Halbzeit. Haben uns in der Halbzeit gesagt, wir müssen grundlegende Dinge ändern, wir müssen viel aggressiver sein, müssen laufbereiter sein, müssen mehr ja, auch Richtung Tor entwickeln. Es hat ein bisschen gedauert, dann haben wir das 2-1 geschossen, ein super Freistoß von Marvin, Traumtor. Danach hat Cottbus, denke ich, natürlich, weil wir die Räume geöffnet haben, haben wir auch System umgestellt, dann auf Dreikette umgestellt, haben dem Gegner natürlich andere Räume angeboten und die hatten 3-4 richtig gute Situationen, wo sie natürlich den Sack zu hätten machen können. Das haben sie nicht getan. So waren wir im Spiel bis zum Schluss. Und dann natürlich für uns diesen Lucky Punch, den der Elfmeter war berechtigt, war ein Foul. Und dann kriegen wir in der 94. Nee, machen wir es 2-2. Für uns tut es jetzt wahnsinnig gut. Ne? Das sind so Erlebnisse natürlich für eine junge Mannschaft, die natürlich auch prägen können, auch nicht nur in dieser Saison, sondern generell. Dass es sich immer lohnt, bis zum Schluss dran zu bleiben, solange der Gegner nicht den Sack zumacht. Und dafür ein großes Kompliment an meine Mannschaft, dass sie da wirklich nicht aufgegeben haben und dran geblieben sind und daneben den Punkt geholt haben. Ob der dann jetzt richtig verdient ist oder nicht, für mich natürlich. Der Gegner wird es natürlich anders sehen, aber das ist nur mein Fußball so. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Jürgen Kramny. Ich übergebe das Wort an Vasile Mirotsan. Ja, ich kann erst einmal nur Kompliment an meine Jungs, ja. Denke ich, wir haben vielleicht der beste 45 Minuten her. Wir waren bis jetzt überragend in der ersten Halbzeit. Wir haben geführt 2-0. Okay, zweite Halbzeit, wir wollten Kontra gehen. Ja. Wir haben drei, vier Situationen, 3-1 zu machen. Ja. Diese sensationelle Freistoß, ja, Stuttgart 2. Aber noch einmal, wir müssen, denke ich, noch cleverer zu sein, weil in 91 oder 92. Minute, wenn ich einen Freistoß von 25 oder 30 Meter, musste ich nicht auf Tor schießen. Ja. Ich musste in eine Ecke gehen, sondern mit anderen Mitspielern und der Zeit. Ja. Natürlich kommt dieser lange Ball, war klar, 11 Meter. Ja. Am Ende 2-2. Ja, ein Geschenk. Ja. 2 Punkte, sage ich. Weniger in unserer Situation. Aber ja, so ist Fußball. 93. Minute, 2-2 Magdeburg. Wir haben beste Minute gegen WN 2-2 gemacht, zu Hause und jetzt 94. diese Elfmeter, ja. Das kostet 2 Punkte. Ja, wir müssen weiterarbeiten, ja. Wir sind auf guter Weg. Ja. So war heute. Vielen Dank, Lazi. Es besteht nun wie immer die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Den Trainer bitte um kurzes Handzeichen um ein Mikrofon und wer möchte. Möchte niemand, dann bedanke ich mich, wünsche den Gästen aus Stuttgart einen angenehmen Nachhauseweg, den Gästen willkommen und ein schönes Restwochenende. Bis zum nächsten Mal wieder.